Sehr schön. Ja, und die erste Sternschiffspule ist fertig. Hier damit wurde es gemacht. Ja, 2x020er Draht mit, ja, jeder 13. Schritt ist ein neuer Schritt, ne? Das sind 33 Lagen. Alle Verhältniszahlen mit drin. Gucken, ob das Ding hält, was es verspricht. Steht der große Transistortest an. Ja, ich habe jetzt schöne viele gesammelte Werke und habe mir vorgenommen, habe auch den Auftrag bekommen, ne, diese ganzen Transistoren mal durchzumessen und mal zu gucken, welche am besten funktionieren. So, als Versuchsanordnung habe ich mir einen Monopol Bedini rausgesucht, also die Magneten sind alle mit Norden nach außen gepolt. Werden betrieben mit einer Starship-Coil, ne, mit so einer Sternschiff-Spule da. Mal gucken, ob das so richtig effektiv wird. Das ist der erste, die ich bis jetzt gemacht habe. Mal schauen. Ja, dann steckt hier ganz normal ein Ferritkern drin, ne? Und hinten auf den Ferritkern habe ich wieder nach alter Manier, damit diese Magneten hier vorne leichter vorbeigehen, auch noch zwei Magneten drauf gepoppt, die den Magneten hier gegenüberstehen. Also da steht sich dann Nord und Nord gegenüber. Ja, mal sehen, ob das so viel bringt. Wir wollen ja Transistoren testen. Ne? Also freie Energie setzen wir mal hier ein bisschen auf die Seite. Ja, das ist, wenn ich mich nicht irre, ein 24 Volt Motor. Den habe ich an den Bedini Ausgang gehangen. Ganz normal. Und das kommt später ins Spiel. Ja. Da habe ich nämlich einen schönen Tipp heute bekommen vom Querdenker 79. Der hat da schon bei seinen Versuchen im Jahr 2006 einen schönen Effekt rausbekommen, wenn man dann eine bifilare Spule mit dazwischen schaltet. Ne? Also das ist jetzt hier meine bifilare Spule. Ja, muss man aufpassen. Ne? Also es gibt Spulen, die sind mit zwei Drähten parallel gewickelt und aus denen kann man dann eine bifilare Spule machen, indem man dann nämlich, wie bei diesem Joule Teeth, bei diesem Energiedieb, den Anfang mit dem Ende verbindet. Ne? Dass praktisch die eine Wicklung in die eine Richtung geht und dann hier die andere Wicklung in die andere Richtung. Ja, wir haben in der Schule gelernt, dass das so eine Art Kondensatoreffekt dann hat. Ja, aber anscheinend hat es noch mehr Effekte. Ja, diese Lüsterklemme tue ich einfach mal an diese Mittelanzapfung heran, nur mal so, um die Frequenz ein bisschen zu beobachten zu können. Das, was ihr jetzt hier auf dem Ostsee seht, das ist ja die normale Netzfrequenz, ne, weil ich hier mit Netzteil arbeite. Ja, links oben sehen wir Ampermeter und Voltmeter und dann fahren wir erstmal ohne diese bifilare Spule an. Wir fahren jetzt mit 20 Volt und sind hier bei einer Stromaufnahme bei um die 100 mA. Legt ordentlich zu an Drehzahl. Ja, dadurch ich jetzt hier nur eine Spule dran habe, ist dieser Output natürlich mit so berauschen. Ne? Hier, da dreht sich so langsam vor sich hin. Weiter. So, dann wollen wir den Trick mal ausprobieren vom Querdenker. Wollen wir mal die bifilare Spule mit dazwischen schalten. Gucken, was es sagt.
hier aus. So, mal gucken, ob ich diesen schönen Sweet Spot wieder finde. Losgehen. Ah, jetzt geht er los. Okay. Aha, dann schaut es so aus. Mit der Ampere sind wir jetzt natürlich übelst nach oben gefahren. Ich regle auch gleich mal noch ein bisschen nach. Aus. So viel Stierum. Der geht ordentlich ab. So, mal gleich ein bisschen Spielerei machen. Spulenkerne ziehen, habe ich vom Jens gelernt. Bringt ab und zu auch mal einen schönen Effekt. Schön, netter Effekt. Können wir den zweiten Transistor testen? Ne? Fahren wir mal wieder rein. Gut. Ja, beim Potti rumdrehen? Was meint er? Na gut. Bringen wir es mal bis zur Kotzgrenze, oder? Schön. Wieder bei unserer eigentlichen Stromaufnahme von um die 100 mA. Gut, hier sind wir immer bei 20 Volt, ne? Also 2 Watt sind das immer noch, was hier durchfeuert. Die Starship-Spule wird leider leicht warm, also optimal ist es nicht. Oh ja, die hat ordentliche Temperatur. Immer unter 100 mA. Das zieht immer noch. Okay, und so ist, wenn das Potti immer mehr aufgedreht ist. So ist volle Kanne aufgedreht. Okay, machen wir den nächsten Test. Echt heftig. Hier der Kollege. 140, TIP 140 steht da drauf. Ja. Ey, der geht ab wie Schmitz Katz. Ich fass es nicht. Ist immer ungefähr um die 200 mA. Aber ist echt klasse, wie man den hochdrehen kann. Wie ihr euch vorhin erinnern könnt, konnte ich beim Potti immer nur ganz kleines bisschen regeln. Ne? Aber jetzt kann ich dieses 1K Potti. Volle Kanne aufreißen. Bis Anschlag. Geht nichts mehr.
Hier, das sind jetzt um die 2400 Umdrehungen. Und trotzdem noch bei 200 mA und 20 Volt. Heftig, und das nur bei einer Spule. Da ist Kraft da. Ja, die Überspannungslampe leuchtet fröhlich vor sich hin. Mal gucken, ob wir sie auskriegen. Wenn wir mal eine Last anhängen, dann müsste ja normalerweise ausgehen. Ne? So, Last ist dran. Die leuchtet aber trotzdem immer noch fröhlich weiter. Obwohl eine Last angehangen ist. Ja, verblüffendes Teil der TEP 140. Das ist die ganze Liste dann nochmal im Überblick. Ne? Also wir sind mit einer Spannung von 20,5 Volt gefahren. Hier in der ersten Leiste wird angezeigt, ob die Neon-Klimmlampe, also dieser Transistorschutz, angegangen ist oder nicht. Transistortyp, die Potty-Einstellung, ob sie größer als 1 Kiloohm gewesen ist oder kleiner, so als kleinen Anhaltspunkt. Die Drehzahl, die maximale Drehzahl, ne, die ich einstellen konnte. Und die Stromaufnahme dabei. Also ich bin danach gegangen, die maximale Drehzahl bei den Transistoren rauszubekommen. Ne? Und habe den Rest dann danach dann abgelesen. Ja, jetzt räumen wir sie mal durch bis runter. Ne? Ja, und wie gesagt, nochmal als Treiberspule habe ich so eine Starship-Coil, ne, also Sternschiff-Spule, sage ich jetzt mal dazu, eingesetzt. Die habe ich zwölfeckig gewickelt, ne, also 36 Aufteilungen pro Kreis und dann jede dritte bewickelt. Da kommt man dann auf 12 Ecken, ne, pro Lage, und habe 33 Lagen übereinander gewickelt mit 0,20er Drahtwatt. Ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter.